Wie hab ich jetzt Schaden bekommen? Hä? Ist dir mal aufgefallen, es ist inzwischen alles so groß und verschwurbelt geworden, dass wir uns kaum noch sehen hier im Spiel? Ja. Aber heute haben wir uns, glaube ich, so oft gesehen wie die letzten Aufnahmen gar nicht. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Obwohl doch, letzte Aufnahme sind wir noch spazieren gegangen, weißt du noch? Oh, also ja. Erkunden, nicht spazieren. Wir sind cool Explorer. Nee, das stimmt. Okay, da hast du recht. Ja, wenn wir sowas machen, dann haben wir uns, dann haben wir mehr voneinander. Ja, das finde ich auch. Macht, also mir macht doch immer Spaß. Ja, ja, mir auch. Ich komme ja gleich wieder rum. Dann bist du nicht so allein. Nö, schon gut. Nein, mir macht das wirklich Spaß mit dir. Na, du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Na, dann nicht, cool. Oh, cool, diese Dinge, die ich hier gerade erlebe und sehe. Mit meinen neuen Freunden. Sehe ich dann im Video, danke. Oh, so bunte Tierwelt gibt es hier. Aha. Na, nü, ist das einer dieser legendären Endgegner, die man hier noch nie gesehen hat? Na, nü. Schön. Diddle-diddle-diddle-di. Aber die Angst bleibt. Oh, wunderbar. Ich produziere jetzt sehr, sehr viel Stahl. Das ist sehr gut, glaube ich. Wo produzierst du diesen vielen Stahl? Hier bei mir. Auf meiner kleinen Insel der Glückseligkeit und der Wonne. Mm-hmm. Ich habe sie Gronkh-Freiland genannt. Mhm. Ja, natürlich, klar. Das ist sehr schön für dich. Wir haben nur Mädchenzutritt. 5, okay. Nur für Mädels. Ja. Keine doofen Jungen. Also ich habe jetzt ein cooles Baumhaus. Ich habe mir eine Bude gebaut. Das ist genau so. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn da? 1, 2... Wir haben 8 Eisen. Wenn die von da auch noch kommen, haben wir 8 Eisen insgesamt. Das heißt... Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, das wären allein schon Eisen. Dazu noch 2 Kupfer, 1 Sulfur und 1 Beton. Mindestens nochmal 4. Also ist das, glaube ich, in der Größe ganz gut. Ja, hallo? Hallo? Ja, manchmal freest der hier wieder. Okay. Das Förderband ist zu lang? Hä? Ich hab doch abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Hä, das kann doch gar nicht. Das kann nicht zu lang sein. Ich baue immer so. Mit 5er Abstand. Das kann doch nicht zu lang sein. Hast du vielleicht nicht genügend Materialien? Doch, doch, ich hab 1000. Ich habe immer mit 5er Abstand gebaut. Natürlich hast du das. Das passt exakt im Mundo nicht. Hä? Wieso nicht? Ich komme mal gleich rum. Ich guck mir das 1, 2, 3, 4, 5. Und? Das geht nicht. Wir machen hier so einen 4er Abstand, aber eigentlich habe ich immer mit 5er Abstand gebaut. Ja, das ist... Was denn? Ja, das nicht geht. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, ja, ist merkwürdig. Haben die was gepatcht? Jetzt gerade? Ja, ja. Ja, ja. Nämlich unten in der Fabrik habe ich immer 5er Abstände gemacht. Also 5, ne, ich habe mich immer an diesen Bodenstrichen orientiert, wo die Platten aufhören. Ja. Und da waren es immer 5 und jetzt geht das nicht mehr. Exakt nicht mehr. Also wirklich so Millimeter Arbeit. Das ist natürlich doof. Ah, siehst du, macht das schon richtig rum. Cool.
muss jetzt hier nur gerade ein bisschen... Ja, sicherlich. ...vorproduzieren, damit ich jetzt einen Weg zu dir mir bauen kann und zurück. Habe ich so eine Schnellstraße. Dann ein Weg zu dir. La 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 la. Ist er ein Mensch? Oder ist er ein Muppet? Ist er ein Muppet? So. La 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 la. Oh, das Stahl, das flutscht hier, ist das geil. Stahl, Stahl, Stahl. Das finde ich sehr gut. Eine richtige Stahlstraße. Du willst also alle Förderbänder dann zu MK3 upgraden? Ja, ja, also ich produziere gerade so gut, dass wir das dann wirklich machen können. Dass wir bedenkenlos bald alles upgraden können. Das ist sehr gut. Soll jeder von uns seine eigene Art von Größenwahn? Okay. Ich muss jetzt die Straße zu Erik. Ich muss es trotzdem mal probieren. 1, 2, 3, 4. Egal, ich probier's nicht mal. Alles gut, Schnaufi? Ja. Ich überlege jetzt nur, wo ich die ersten Sachen schon mal anknipse. Weil jetzt müssten hier eigentlich das Eisen von da hinten schon mal rüber, oder? Ne, ein bisschen Zeit habe ich noch. Musst du jetzt gegen die Zeit arbeiten? Ne, ein bisschen Abstand kann ich mir noch leisten. Ach so. So, okay. 1, 2, 3 und dann hier wieder. Ja, das geht. Ich könnte theoretisch das da nutzen. Bin froh, dass wir nichts übertreiben. Nie im Leben nicht, nein. So. 1, 2, 3. Oh, schön. Hast du erkannt, schön. Was? Hab ich? Ich hab einfach nur Dudeldu gemacht gerade. Es hat so gepasst zu Dr. Mario. Ach so, nee, hab ich nicht. Nee. Tut mir leid. Okay. Naja, du bist halt eine reine Enttäuschung. Das ist okay. Du hast einfach scheiße gesungen. Das sagt der Firestarter mit. I'm the Firestarter. Mystic Firestarter. Ja. Komm, du bist doch einer, der eine Disco mitsingt, obwohl er den Text nicht kennt. Ich sing auch die Instrumente mit, natürlich. Siehste. So, was beschwerst du dich? Beschwerst du dich über meine Anglizismen? Was beschwerst du dich denn? So, okay, wenn ich es eh darüber leite. Ist ja gerade eh alles nicht angeschlossen. Habe ich noch Platz im Inventar? Nö, egal. Naja, das wird alles furchtbar. Ach, was für eine Wonne, seinen ganzen Kack hier abzureißen. Oh, shit. Bitte was? Bitte was? Hä? Hab ich da... Was? Welcher Kack? Was? Nee, das war nur statisches Rauschen gerade. Welcher Kack? Hm? Nee. Nein, was? Nein. Nein, da wird jetzt, da wird umgelenkt. Das sind Bauarbeiten auf der R2. Hm? Ich hab Kacke gebaut. Nein, nicht wirklich. Eigentlich ist es gut. Ja.
Und du kannst da ja auch nichts für. Dass ich so dumm bin. Es war halt eine Herausforderung. Ja, ja. So. Und du hast sie nicht gemeistert. So, erstmal den Schwefel hier wieder wegschmeißen. Alles hingebracht, so weg damit. Braucht doch kein Mensch den Scheiß, Max. Nee, ich versuche gerade die Förderbänder hier umzulenken. Und das Problem ist aber, da ist echt viel drauf und mein Inventar so, nö. Oh Gott, ich komme noch nicht dran. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, das ist nicht so gut. Mir fast schon ein bisschen leid, das gerade abzureißen. Bin jetzt schon gerade rückwärts laufend gleich da. Aber du, ja. So. Der Weg in deine Basis wurde gebaut. Ich kann ja mal gucken. Da hinten schlumpumt herum. Kann man auf so einer Kiste landen? Kannst du? Du kannst auf allem landen. Du kannst ja auch auf dem Elektro-Ding landen. Alles nehmen. Autsch. Aber es hat geklappt. Die Kiste aus der Luft ist hinfort. Ja, ja. Die hauen dann ab. So. I'm the Firestarter. Ja. Mystic Firestarter. Genau. Es war eine Ballade ursprünglich. I'm the Firestarter. Mystic Firestarter. Oh Gott, meine Ohren. Es gibt jetzt Twitch Things, ja. Ja, das wäre doch mal schön, wenn man Lieder einfach nicht nur Twitch Things hat, sondern wenn man die Lieder auf eine andere Musik oder Melodie interpretieren muss. Ey, sieht ganz cool aus, was du hier gemacht hast. Was denn? Das, was du hier gemacht hast, sieht ganz cool aus. Meinst du das ernsthaft oder willst du mich verarschen? Ja. Okay, verstehe. Nee, sieht wirklich ganz cool aus. Das ist cool. Das ist echt gut. Das gefällt mir. Das Problem ist, ich kann dich einfach nicht mehr ernst nehmen. Nein, das gefällt mir. Gefällt dir wirklich? Gefällt mir wirklich. Okay, dann bin ich beruhigt. Puh. Wirklich, wirklich? Ich stehe auf hässliche Scheiße. So hast du auch deine Frau kennengelernt. Wirklich. Nein, Sandra ist toll. Ich hab sie auch geheiratet, ja. Nein, Sandra ist wirklich super. Sieht wirklich gut aus. Sieht wirklich gut aus. So, dass das Coolste an dem Ding theoretisch wäre, als... Oh nein, jetzt sind da lauter Kisten. Als da oben noch keine Förderbänder waren, hätte man da super mit dem Buggy rüberfahren können. Oh ja, geil. So, also wir sollten uns echt Autobahnen bauen oder sowas, wo vielleicht dann Förderbänder sind oder wir mit dem Explorer-Auto rüberlaufen können, rüberfahren können. Yep. Das wäre echt ganz cool. Also das mit den MK3 oder MK4-Bändern, die uns dann einfach ans andere Ende der Welt bringen, das meinte ich vorhin ja nicht als Scherz, ja. Ja, genau, das wäre echt geil. Dass man das einfach so auf eine große Höhe macht und dann springt man einfach runter, wann immer man will, mit dem Fallschirm. Genau. So, ich glaube, ich muss erstmal kurz... Zum Glück hat da jemand drei Container einfach so in Landschaft gebaut, da kann ich... Die sind cool, oder? Da kann ich jetzt was abladen. Da hast du dir ein Beispiel genommen. Nee, ich nutze einfach die schon da sind. Hi, Funk. Hi. Ja, du willst da was abladen, ja? Gut. Warum? Hä? Als ich vorhin alles umbauen musste, was du jetzt gerade übrigens abreißt, ist das das Material gewesen, was auf den Förderbändern war. Ach so. Aber die ganzen Erze kannst du auch löschen. Ja, man kann auch 10 Cent löschen und sagen, was? Ist ja nix. Was?
Ja, ja. Hä? Was? Genau. Wo kommt das Beispiel denn jetzt her? Tja. Ja. Hast du die mitgerechnet, wa? Von dir, Erik. Was? Ja, ja, hätte ich nicht gedacht. Was denn jetzt? Genau. Und wieso höre ich mich schon wieder bei dir? Was? Ja, genau. Ich habe schon richtig gehört. Ich weiß nicht, was du da hörst. Ich habe mich gerade wieder gehört. Ich glaube, der Mann, der spinnt. Oh, alter Finne, ey. Ist da alles voll, ne? Nee, nicht nur das, sondern das ganze Bauvorhaben ist einfach Wahnsinn. Ja, aber das sieht jetzt gut aus. Also das ist... Damit kann man angeben. Trotzdem ist es Wahnsinn. Ja, aber auch in Wahnsinn steckt ein Sinn. Der Wahn aber. Ja. So, wenn ich jetzt hier wieder... Oh, es hat geklappt. So, alles nehmen. Alles nehmen. Ja, für die nächsten Sachen müssen wir erstmal. Ja, da brauchen wir jetzt eine funktionierende Produktion. Alles klar. Alles klar. Das haben wir sicherlich bald schon fertig. Ja, also es geht jetzt auf jeden Fall, wenn wir mit den MK3-Dringern daran gehen. Das geht dann schneller. Das geht dann. Ja, das auf jeden Fall. Was wir noch nicht produzieren, wird dann schneller noch nicht produziert. Genau, das meine ich ja. Ja. Aber zum Glück haben wir ja dann einen tollen Gegenbus. Das hätte schon mein liebster Gegenstand bei uns. Der olle Gegenbus. Das ist Das ist richtig toll. Also rein... Da ist schon, wenn man jetzt von der Seite mal betrachtet, da ist ja dann auch Potenzial. Absolut. Sicherlich, für irgendwas wird Potenzial schon da sein. Na klar, das, also, wenn wir uns das ausdenken müssen. Richtig. So. So. Ja, und dann da wird gefördert. Das kennt ihr ja von zu Hause. Die gute alte Förderschule. Du... Sprichst jetzt nur deine Zuschauer an, oder? Ja, ja, natürlich. Du hast ja keine. Nice. Hä, da oben steht da schon eine. Da steht da schon eine Truhe drauf. Da hast du ja mal eine hinterlassen. Cool. Wo oben? Hier oben ganz oben auf einem von deinen Förderbändern ist so eine Truhe drauf, so eine Abbautruhe. Die soll von mir sein. Die musst du da hinterlassen haben, denn ich war noch gar nicht da. Ich kann sie auch gar nicht leeren, weil mein Inventar voll ist. Okay, warte. Jetzt waren es wieder die anderen. Nein, nein, nicht die anderen, du. Die anderen. Nicht die anderen, du. Spezifisch nur du allein. Die anderen. Nur du allein. Das bei mir sein. Nein, 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 nein. Das Schwein. Was? 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 Oh Gott, das wird alles so furchtbar. Ich finde jetzt gerade, das ist richtig gut, was wir machen. Ja gut, das stimmt, aber trotzdem... Also ich baue mir gerade eine Schnellstraße in meine geheime Stadt. Ach so. Und da produzierst du schon alles? Du, da habe ich eigentlich Produktion von so gut wie jedem Gegenstand. Die läuft auch flüssig. Ich habe zwei Lager, machen eine Menge Spaß, trinken jeden Tag Alkohol und backen Burger. Okay. Ja, das ist erfreulich. Und Lego ist günstig bei uns. Auch das noch. Jetzt hört's aber auf. Widerlich. Halt eine total utopische Welt. Günstiges Lego. Ja. Als ob. Ja, leider. Mann, ey, ich will diesen... Oh, der Millennium-Falke. Dieser große. Boah. Das ist halt noch so ein Wunsch. Ein kleiner, fetter Wunsch. Der niemals in Erfüllung geht, sagst du? Doch, der wird in Erfüllung gehen. Millennium Falke? Mhm. Wie kostet sowas? Der kostet, also in der Edition mit, ich glaube, es sind 4700 Teile. Ja. Der kostet gerade zwischen 600 und 800 Euro. Für Lego? Ja.
Ich verstehe die Frage nicht. Ja, für Lego. Erik, wie gibst denn du so manchmal für deine Collectors Editions aus? Zusammen. Aber keine 600 bis 800 Euro. Ja, aber zusammen gerechnet. Ja, zusammengerechnet ist ja was anderes. Wir reden ja von einem Millennium-Falken. Ja, aber ich kaufe mir auch nicht wie du alle 30 Minuten eine neue Collectors Edition. Jetzt hör mal auf mit deinem Whataboutism. Aber dir geht's doch so gut. Und du bist nicht wie ich nach Deutschland mit einem Koffer in der Hand. Doch. Ich habe dann natürlich gleich ein Handy geschenkt bekommen. Ah, schön. Schön. Okay, ich muss das jetzt mal anders lösen. Oh Gott. Schön. Ja. Nee, aber deswegen ist es halt so ein Wunsch. Also so ein irgendwann. Okay. Irgendwann verkaufe ich Sandra und die Katzen. Mhm. Und dann packe ich noch 500 Euro drauf. Und dann habe ich die 600 Euro zusammen für den Millennium-Fall. Okay, gut. Das ist aber echt teuer. Warum ist das so teuer? Es ist eine Collector, es ist so eine Sammeledition. Das ist ein riesengroßes Modell. Das, ja, also generell ist Lego scheiße teuer geworden. Kannst du nicht mehr ernst nehmen irgendwie. Ja, wollte ich gerade fragen, ist der Preis denn gerechtfertigt? Weil letzten Endes hast du ja eigentlich nur Plastikteile drin, ne? Also der Liebhaber und Sammler sagt, ja, der Preis ist auch gerechtfertigt, aber dann doch der Realist und normale Menschenfreund sagt, ja, nein, wir haben komplett einen an der Klatsche und also ich könnten alles produzieren. Ich verstehe den Sammelgedanken, also ich verstehe das schon bei Sammlern, das verstehe ich schon, weil zum Beispiel, wenn ich so dran denke, ja, Ultima 1 ist halt genauso teuer oder die Original WoW Collectors Edition, die erste, ja. Wenn die noch unused ist, dann kostet die halt auch mal ein Taui. Ja. Boah, Taui, weißt du so. Taui, wo kommst denn du her? Oh. Alter Spritzer, ey. Da, erstmal fresh Headers geben, ey, in CSGO. Nee, aber die ist halt auch schon unverschämt teuer. Ja, ist sie wirklich. Mal, kann ich den... Soll ich den neu bauen, den Miner MK1? Mach doch einen Miner MK2 draus, das mache ich doch auch gerade überall. Deswegen reise ich ja um die Welt. Okay, das musst du später machen. Ja, aber ich habe die Sachen für meinen MK2 gar nicht dabei. Okay. Zu teuer? Mobiler Minato benötigt? Nein, jetzt sind da unten Kisten. Oh, mein Inventar war voll. Oder was? Ja. Nee, war gar nicht voll. Hä, wieso habe ich die nicht bekommen? Was ist denn mit dem los? Ja, was ist denn mit dem Erik los? Geht's wohl zu gut hier, die Scheiße. Mami, mit Erik stimmt was nicht. Erik ist kaputt. Ja, Erik ist kaputt. Wir kaufen dir einen neuen. Scheiß Wegwerfware. Billiger China-Schrott. Was meintest du eigentlich letztens? Da musste ich dran denken, bevor ich eingeschlafen bin. Sorry. Ja? Das Steinriese passt ja auch zu dir. Das hattest du mir geschrieben. Ach so, ja, weil Gronkh ja, war ja ursprünglich ein Steintroll. Ach so. Ja. Du hast einen Steintroll gespielt. Ja, genau. Der auch nicht richtig sprechen konnte und ziemlich dumm war und sehr behäbig. Dass du aber dafür sehr perfektioniert hast, finde ich toll. Ja, das war ja wie auf den Leib geschneidert, die Rolle. Ja. Ich bin quasi über die Jahre auch reingewachsen. Richtiges Method-Acting, geil. Ja, genau so. Und die Maske dazu auch, toll. Ja, toll, ganz toll. Dieses Moos sieht aus wie ein Bart. So, huch. Okay, das könnte funktionieren. Oh Gott. Oh, Fang. Ja, was? Das sind 1, 2, 3, 4 mal Eisen auf dieser Seite. Oh Gott, ey. Alles schön bei dir? Oh, ja. Es ist nur... Sag nicht, es ist dir zu viel. Puh. Ja, zu viel ist relativ, ne? Zu viel ist es nicht, aber... Ist schon so ein bisschen, jetzt muss ich halt überlegen, wenn wir jetzt noch mehr Rohstoffe hier rüberholen wollen, ne, wir denken ja nie groß genug. Richtig. Aber dann kann ich ja oben drauf bauen.
Ja. Ich muss das links und rechts nicht erweitern, sondern ich baue einfach oben drauf. So. Achso, Moment mal. Deine schöne Golden Gate Bridge, die du da gerade gebaut hast? Ja. Da willst du jetzt oben drauf klatschen. Nee, ich meine nur, falls wir noch mehr Rohstoffe hier rüber transportieren. Das soll schön sein, Freundchen. Daneben. Na, das soll doch schön aussehen. Das sieht ja auch trotzdem schön aus. Nicht, wenn du das stapelst. Da ist der ganze Zauber weg. Ich war gerade wie verzaubert, als ich da ankam. Was? Wenn das jetzt gestapelt ist, dann ist es Reizwäsche einer alten Dame. Wie gestapelt? Aber wir müssen die Förderbänder irgendwie darüber kriegen. Ja, dann mach halt schöner. Ich kann die aber nicht verbreitern, weil dann wird die hässlich aussehen. Und vor allen Dingen passt es dann nicht mehr zu unserem tollen Bus und zum ganzen System. Da brauchst du gar nicht theatralisch seufzen. Ich schnaufe eher. Ich bin jetzt der enttäuschte Vater, der einfach nur in der Küche sitzt. Du kannst es auch hinterher wieder umbauen, natürlich. Ich werde da gar nichts. Also, muss ich es wieder umbauen. Klar. So wie sonst immer, wenn ich was mache. Ja. Ja. Weil ich dich wieder enttäuscht habe. Wie so oft. Ja, richtig. Was ein guter Vater. Was leider nicht so funktioniert, warte. Ja, weil du bist zu schnell auf den Förderbändern. Kurven nimmt dein Charakter nicht mit. Du fliegst so ein bisschen vom Förderband und musst dich wieder selber aufs Förderband bewegen. Shit. Ja, ist ein bisschen schade. Also ich nehme auch 90 Grad Kurven. Vielleicht, wenn man sie zu 78 Grad Kurven macht, klappt das besser. Oh, okay. Aber 90 Grad Kurven gehen gar nicht. Okay, das ist doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. Ja. Schade. Ich dachte, die hätten das besser gelöst in diesem Spiel. Naja, Spiel würde ich das nicht mehr nennen. Das ist mehr ein Versuch eines. Da kann man halt sehen, den Leuten ging es halt nur ums Geld die ganze Zeit. Ja. In diesem Machwerk. Ja, was willst du erwarten? Epic Store halt. Spricht ja, halt richtig. Also die haben ja eh keine richtigen Spiele. Nee. Komischer Kack. Wieso kriege ich hier eigentlich die ganze Zeit diese... Ich habe jetzt 3 mobile Minatoren. Ja. Ich baue diese Eisenminen hier ab, die du gebaut hast. Ja. Hab 2 Stück jetzt ersetzt, also wegen der Ausrichtung eigentlich nur. Mhm. Und habe aber jetzt 3 mobile Minatoren im Inventar. Wie viele hattest du vorher? 0. Glaube ich. Oder? Ich bin also mir sicher. Also wenn du die mit MK2 ersetzt, dann... Hä? Nee, das sind noch MK1 Minen und ich baue MK1 Minen dahin. Warum baust du MK1 Minen ab, um MK1 Minen hinzubauen? Was? Wegen der Ausrichtung, damit die hier direkt glatt dran gehen. Ah, okay. Ja, dann weiß ich nicht warum. Das ist mir auch gerade ein Rätsel. Dann weiß ich nicht. Komisch, weil du schön bist. Naja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee, das war auch ein Scherz. Ja, hab ich mir gedacht. Aber lustig. Ich hab fast drauf reinge... Nein, wäre ich nicht. Nein, wäre niemand. Nein, wäre ich nicht. Nein. Bin ich wirklich? Oder doch? So, ich lösche jetzt 3 verstärkte Eisenplatten. Soweit du löscht? Ich habe sie gerade gelöscht. Wie dekadent leben wir denn mittlerweile? Ja. Ich habe vorhin aber auch was, hier Frame gelöscht. Da dachte ich auch so, jetzt habe ich habe so dicke gerade. Geil. Fast schon ein bisschen widerlich. Ja. So, oh, wie soll das denn passen hier gleich? Naja, wir kriegen das schon hin. Ah, ja, die werden alle schön gerade hier. Okay, nicht wahr? Nivor? Carnivor? Carnivoren? Ja. Bist du einer? Tatsächlich ja. Und du? Ja. Carnivor. Essen hier und dort und überall. La. Finde ich schön. Würde sogar passen. Carnivor. Mag ich gerne. So, mal gucken, ob ich das so mache. Das müsste dann so hoch gehen. Was ist los? Nichts.